Obwohl Portugal ganz im Westen gelegen, ist es gefühlt mittendrin. Denkt man an Kunst, Kultur und Kulinarik, so bildet Portugal Herz und Seele Europas. Grund genug, seine Menschen, ihre Gedanken, aber vor allem auch ihr Können zu zeigen. Unsere Reise beginnt an der Algarve mit ihrer imposanten wie markanten Felsenküste. Aber auch bei den typischen Spezialitäten wie die Cataplana. Und wir steigen natürlich in die Keller hinab und bergen uralte Mythen und Schätze. Doch vorab besuchen wir ein echtes Original. Nicht nur für die Algarve, nein, für ganz Portugal. Die Töpferkunst, ein Markenzeichen des Landes. Die kleinen Manufakturen sind meist seit Generationen in Familienhand und haben sich über das ganze Land verstreut. Die Gestaltung der unterschiedlichsten Objekte spiegelt die Farben sowie Flora und Fauna des Landes wider. Auch Juliet Swift wurde das Handwerk in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist aus Irland ausgewandert und hat sich sofort in Land und Kultur verliebt. Heute setzt sie an der Wand Zeichen. Wir malen alle unsere Abbildungen von Hand und besprechen das mit unseren Kunden im Detail. Wir fertigen zunächst Zeichnungen an, legen dann Inhalt, Form, Stil und Größe fest und dann starten wir mit der Arbeit und kreieren diese Fliesen. Ja, es macht mir unglaublich viel Freude und ich hoffe unseren Kunden ebenso viel. Hier hat jemand seine Passion ganz offensichtlich gefunden und bewahrt damit auch ein uraltes Handwerk in Portugal. Mit im Team ist auch ihre Schwester, die vor der Produktion jedes Objekt illustriert. Ganz einfach deshalb, um sich einen Eindruck von der Umgebung zu verschaffen. Wir haben hier das Thema Wein, Reben, Natur. Und da sollen auch Tiere mit eingebunden werden, die typisch für dieses Land sind. Die beiden sind absolut detailverliebt und arbeiten detailgetreu. Sind die Motive fertig gezeichnet, geht es an die Produktion. Die vorgefertigten Formen werden nun mit einer speziellen Lasur überzogen. Das sieht einfach aus, bedarf aber dennoch viel Erfahrung und Handfertigkeit, damit die Tonarbeiten gleichmäßig überzogen sind. Danach werden sie ein erstes Mal gebrannt. Im Anschluss setzen diese Damen den Pinsel an. Nichts für unruhige und ungeduldige Menschen. Die Damen ruhen in sich und lassen die Pinsel über Tassen und Teller gleiten, ja fast schon fliegen. Jedes Stück ist ein Unikat und jedes daher immer ein bisschen anders. Auch Manuela hinterlässt ihren ganz persönlichen Pinselabdruck auf der Töpferware. Die Signatur verweist auf die Töpferei und auf die Algarve. Dann auf den Ort Porches und auf das Jahr 2022. Dann folgt die Signatur der Person, die die Keramik bemalt hat. Also in diesem Fall Manuela Gonçalves. Das Besondere sind die Unterschriften auf der Rückseite. Sowas gibt's bei IKEA nicht. Jedes Stück wird persönlich von den Porzellanmalerinnen unterschrieben. Dieses Stück hier ist von Carmenia. Sie sitzt dort hinter uns, da. Ja, und die Geschichte dieser typischen Töpferkunst rund um Lagoa hier geht Jahrhunderte zurück. Mein Vater übernahm 1962 den Betrieb von einem Künstler namens Freitisch. Und mit ihm wuchsen immer mehr kleine Töpfereien aus dem Boden, deren Ziel es war, auch modernes Design, einen modernen Look in die Wohnstuben zu bringen. Selbst eine Töpferei muss mit der Zeit gehen, ohne die Wurzeln zu verlieren. Sind die Produkte bemalt, kommen sie ein zweites Mal in den Ofen. Und in der Zwischenzeit kann man es sich draußen in der kleinen Laube ganz stilecht gemütlich machen. Für manche Folklore, für andere gelebte Tradition.
Wir bleiben künstlerisch und machen uns auf nach Lagos. Vor 5 Jahren hat eine junge Künstlerin den Ammersee gegen den Atlantik getauscht und dort ihre große Liebe gefunden. Sophia ist ihr auf der Spur. Ich bin auf der Suche nach einer bayerischen Künstlerfamilie vom Ammersee. Aber der Bayer versteckt sich manchmal ein bisschen und ich habe mich, glaube ich, auch verfahren. Aber ich werde ihn schon finden. Attenti al cane. Hoffentlich frisst mich kein Hund. Ob es die Kunst von Bayern bis nach Portugal geschafft hat. Nach Valerie sind auch ihre Eltern an die Algarve gefolgt. Inzwischen lebt die ganze Familie auf einem gemeinsamen Anwesen und möchte dieses Fleckchen Erde nicht mehr tauschen. So geht es immer mehr Deutschen. Doch der Start war für die temperamentvolle Oberbayerin alles andere als leicht. Valerie, wie bist du hier nach Portugal gekommen? Erst war es die Liebe. Aber im Endeffekt bin ich dann erst wegen Surfen und Wellen hier geblieben. Hab dann irgendwie gemerkt, dass die Wellen konstanter sind als die Liebe. Du lebst jetzt von deiner Kunst hier? Ich bin tatsächlich noch Surflehrerin. Nebenbei noch Fotografin. Ich war dann auch für 1,5 Jahre oben in Lissabon auf einer Fotografieschule und habe meine Ausbildung da gemacht. Und spring zwar jetzt ein bisschen im Dreieck mit verschiedenen Berufen. Da ich am Ammersee groß geworden bin, wir hatten eine Vogelschau. Das war so ein langer Steg, der rausging mit so einer kleinen Hütte vorne am See. Und ich saß da oft mit Freunden. Und was man halt in der Jugend so macht und schaut Vögel. Und dieses Bild irgendwie von dem Steg, also von der Vogelschau, sind einfach in meinem Kopf hängen geblieben. Und Vögel für mich, wie gesagt, ist einfach so ein Zeichen der Freiheit. In dem Fall habe ich jetzt hier einen Hahn gemalt. Inzwischen malt sie nicht nur Hähne und betreibt sogar ein eigenes Atelier, in dem sie auch Vernissagen und Events veranstaltet. Ich war eben hier für ein paar Jahre, für 1,5 und bin dann eben hoch nach Lissabon. Und für mich war Lissabon natürlich komplett neu und irgendwie aufgewachsen in Bayern, in Riederau. Irgendwie, wie schon gesagt, irgendwie mehr Hühner als Menschen. Weiß ich, so diese Menschenmassen, das war für mich irgendwie das Spannendste. Und habe dann beschlossen, nur schwarz-weiß Porträts zu schießen. Ich bin super interessiert an Menschen und ja. Also Vögel und Menschen, meine Spezialität. Und dann irgendwie Menschen, irgendwie wie sie auch leben, einfach dazu steigen. Einfach ja, einfach der Mensch selber und ja, wie du wahrscheinlich auch in meinen Bildern siehst, auch in komischen Porträtionen und komischen Dasein und ja, ich wollte auch viel wieder zurück irgendwie ein bisschen zu den Basics und habe wieder viel angefangen mit Kohle zu malen. Ein Spiegel ihres Lebens. An einem Tag so hyper farbenfroh, an einem Tag dann einfach schwarz-weiß. It is what it is. Sie hat ihren Weg mit der Malerei gefunden. Und mit ihren Erlebnissen den Weg nach Portugal auch für ihren Bruder und ihre Eltern bereitet. Nur darauf gewartet, dass mein Bruder und ich eben eigentlich nur praktisch das Jawort sagen. Und dann ging auch alles ganz schnell. Und im halben, dreiviertel Jahr waren sie schon hier unten, haben am Ammersee das Haus verkauft. Und ja, und das ist jetzt wirklich irgendwie Heimat hier geworden, auch weil mein Bruder hier ist, meine Eltern sind hier und ja, ab und an bringt jemand immer einen Tegernseer Kasten vorbei und dann freut man sich natürlich umso mehr. Die alte Heimat kann und soll man halt nie abschütteln. Bei ihr sind die Erinnerungen nicht zu übersehen. Ich habe nicht wirklich viel aus Bayern mitgenommen, aber eine Sache habe ich. Okay.
Und sieht es jetzt hier so aus wie damals in deiner Heimat? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also meine Eltern haben auch das Haus so eingerichtet, wie das Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, in Riederau, ja. Auf jeden Fall. Und da ist die bayerische Kuh. Super, also wirklich hier in Portugal haben wir noch eine echte bayerische Kuh. Natürlich, okay. Ist das der Platz, wo ihr meistens sitzt? Aber gab es in den 9 Jahren dann auch mal Momente, wo du gesagt hast, ich breche ab und ich will wieder heim nach Bayern? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Vor allem die ersten Jahre waren, glaube ich, relativ schwierig für mich. Ja, dann kamen eben meine Eltern und ich glaube, das hat sich so ein bisschen so in Luft aufgelöst. Mhm. Ich glaube, das war genau das, was ich vermisst habe. Irgendwie so einfach die Family hier zu haben. Mhm. Und ja. Fast keine Probleme mehr. Aber was muss man mitbringen, wenn man jetzt seine Heimat verlässt? Was würdest du sagen, ist es? Ich glaube, als allererstes, natürlich gehört Mut dazu. Und ich glaube auch einfach so eine Eigenschaft, wie eben meine Vögel. Einfach, man muss auch Zelte abbrechen können, um irgendwo anders ein Nest zu bauen. Hm. Aber wahrscheinlich so hier in Portugal. Du denkst schon, dass du wahrscheinlich nicht mehr zurück nach Bayern kommst? Nein. Also ich hatte das Gefühl, in Bayern, so das ganze Denken und auch allein wie man Häuser baut, man zäunt ja irgendwie alles ein, man versucht sich irgendwie von den anderen auf Distanz zu halten. Ich musste das auch selber machen, irgendwie meinen selbst aufgebauten Zaun so Pfosten für Pfosten einfach runterreißen und einfach wirklich mit offenen Armen irgendwie andere Menschen empfangen. Ja, Valerie, du kommst hier aus so einer richtigen Künstlerfamilie und hast dir erzählt, dass du deine Eltern dann nachgeholt hast nach Portugal. Und da treffen wir jetzt natürlich Valeries Vater und der erzählt uns auch ein bisschen, wie es ihm ergangen ist, als er dann hier in Portugal angekommen ist. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Dieser Spruch gilt ganz sicher nicht für Christian Tobin. Er ist ein bayerisches Urgestein, aber als Künstler auch Kosmopolit. Seine Leidenschaft bringt sogar Steine zum Tanzen. Wow, das ist ja wirklich unglaublich. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ja, ich habe in den 80er Jahren schon angefangen mit Kugeln, die auf dem Wasser schwimmen. Und das wurde irgendwann dann langweilig, weil eine Kugel ist überall rund. Und je perfekter die ist, desto statischer ist sie dann von weiter weg betrachtet. Sie dreht sich in sich, aber da ist sonst keine Bewegung da. Und ich bin dann drauf gekommen, irgendwie amorphe Formen oder säulenartige Formen auch auf die gleiche Art und Weise tanzen zu lassen. Aber jetzt wirken sie so leicht, dass man denkt, das kann doch jetzt nicht ein schwerer Stein sein. Ja, das ist aber ein kleiner Wasserdruck, der die leicht hochhebt und zum Tanzen bringt. Mhm. Christian hat diese Performance der schwimmenden Steine erfunden. Und sind die jetzt ein Auftragswerk oder warum stehen die hier bei dir? Die habe ich auf Verdacht gemacht. Ich hatte die Steine schon mitgebracht vor 7 Jahren hier nach Portugal. Also noch aus Deutschland? Die sind aus den Alpen, vom Alpenkamm. Ein Granit, ein Gneis, ein weiß der Teufel was. Und ich habe sie hier fertig gemacht. Und jetzt schwimmen sie in seinem Garten und laden zwischendurch zu einem Tänzchen ein. Der ist schwerer als wir. Da kannst du jetzt dazukommen. Jetzt warte, bis ich so oder so. Hier kommst du leichter rauf. So, und so tanzen wir brauchen gar nichts tun. Das ist wirklich unglaublich. War das schon immer klar, dass du mal Künstler werden willst? Nein, das ist passiert. Ja. Komm, jetzt gehen wir wieder runter. Ach so. Sonst kann ich mich gar nicht konzentrieren. Er ist Künstler und Visionär. Ich habe eine Lehre gemacht als Holzbildhauer und Schreiner. Mit dem Hintergedanken, irgendwie in die Richtung Restaurator zu gehen. Aber nach Abschluss der Lehre wollte ich dann auf die Akademie in München. Und da habe ich selbst mit Stein angefangen. Ich habe festgestellt, dass meine Hände meinen Kopf überholen mit dem Holz. Das ist mir zu schnell gegangen. Und so habe ich dann mit Stein angefangen und in dem Stein eigentlich mein... Wo bist du? Mein
meinen besten Widerstand gefunden zum Arbeiten. Inzwischen setzt er seine schwimmenden Steinskulpturen in ganz Europa in Szene. Und wirft nebenbei noch einen künstlerischen Blick auf seine Heimat und den Ammersee. Also die DLR wollte mir helfen, ein Stück vom Ammersee wie ein Porträt in den Ort zu stellen. Ein Stück, das an einer ganz bestimmten Stelle, an einem bestimmten Tag so stattgefunden hat. Und da habe ich mich eine Zeit lang mit dem Thema Wellen beschäftigt. Wie entstehen sie, wie überlagern sie sich, wie kommen sie zustande überhaupt? Das hat ja alles auch mit der umliegenden Landschaft zu tun. Mit Flugzeug, Satelliten, wie auch immer. Die DLR wollte mir helfen. Und das wird in Koordinaten und in Höhenpunkte übersetzt und in einen Stein übertragen. Der Stein steht hier jetzt senkrecht, das sollte er auch dann. Ja. Aber dieses Gefühl von Wasser und von Wellen, das kommt unbedingt zustande. Gell? Und da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, wie kommen Wellen zustande? Das hat, alles hat auf die ihren Einfluss. Die Sauberkeit vom Wasser, die Temperatur vom Wasser, die umliegende Landschaft, die Tiefe, der Seegrund, alles spiegelt sich in den Wellen wieder. Das heißt, du hast jetzt hier ein Stück Ammersee mit nach Portugal genommen, ein Stück Heimat mitten im Garten. Ja, sicher habe ich, aber das trage ich auch in mir. Gell? Ich bin in München geboren, am Schliersee aufgewachsen, zuletzt war ich im Ammersee. Nicht jedem gelingt es, neue Kulturen und Gesellschaften anzunehmen und heimisch zu werden. Ihm als Künstler und offenem Menschen scheint dies leichter zu fallen. Er ist in Portugal angekommen. Ja, Christian, jetzt bist du hier schon 7 Jahre. Ist es dann für dich als Künstler und Bildhauer anders, die Inspiration hier in Portugal, als daheim in Bayern? Also ist der Ammersee eine andere Inspiration wie der Atlantik? Das ist eine gute Frage, aber eine schwierige Frage. Weil ich bin natürlich wie jeder von uns ein Produkt meiner Vergangenheit. Und speichere alles und trage alles mit mir rum. Aber woher jetzt tatsächlich im Einzelfall Inspiration kommt, ist ganz schwer auszumachen. Also ich habe mich da noch nicht so weit erforscht. Und fährst du dann direkt in die Steinbrüche und suchst? Ich fahre in die Steinbrüche und suche mir die Steine aus. Und zum Teil ist es ja auch so, dass ich in den Brüchen schon den Anfang mache. Wie man hier zum Beispiel sieht, das sind Bohrungen, die sind in den Steinbrüchen entstanden. Vom Auseinandersprengen der Blöcke, die ich als Element bestehen lasse. Also da sagst du schon, wie du es hättest, wie die es richtig rausschlagen. Ja, bis hin zum Abstand. Und dann sagt der Bruchmeister, ja, nee, geht nicht, so geht's gar nicht. Und so muss man sich irgendwie einigen. Und was ist das jetzt hier für ein Stein? Das ist ein sogenannter Dalmata-Stein. Bei Evora gibt es Granitbrüche. Und in einem von diesen Granitbrüchen habe ich durch Zufall diese unglaublichen Steine entdeckt, die diese Einschlüsse haben, wie Blasen aus einem anderen Material, die aber, obwohl sie leicht schwerer sind, nicht in der Suppe nach unten geschwommen sind, sondern sich so verfestigt haben. Das kommt weltweit nur davor. Also ist auch ein bisschen wie deine Kunst, dass zwei verschiedene Steinmaterialien auch irgendwie miteinander korrelieren. Ja, ich hab einen riesen Respekt vor Steinen. Und das Schlimmste, was man mit einem Stein antun kann, ist, in Scheiben zu schneiden und irgendwo an die Wand zu pappen. Dann ist kein Stein mehr. Ja, weil diese Wucht und diese Masse und das Gewicht, das brauche ich schon für meine Arbeit. Was ist so dein Resümee? Hattest du auch mal Heimweh in den letzten 7 Jahren oder hast du es bereut? Nein, ich fühle mich hier sehr wohl und Heimweh habe ich natürlich nach Freunden oder ab und zu würde ich gern mit der ganzen Blase in den Biergarten zusammensitzen. Danke, Christian. Also hier sieht man auch, dass ein Bayer, der so richtig die Heimat im Herzen trägt, wenn er aber offen und flexibel ist, hier auch seine Heimat in Portugal finden kann. Das trifft auch bei unserem nächsten Besuch zu. Die Fahrt geht nach Estombar, etwas im Hinterland der Algarve gelegen.
Hier lebt ein Mann für Wein und Kunst und hat mit der Finca Quinta dos Vales sozusagen in Portugal sein zweites Lebenswerk erschaffen. Man kann es kaum glauben, auch die Franken wandern aus. Sie gelten ja so ein bisschen als bodenständig und stur. Vielleicht auch so ein bisschen hier wie dieser Stier in dieser Kampfposition. Dieser Franke, den wir jetzt treffen, der hat schon große Ziele in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen verwirklicht. Und in diese Stierarena gehe ich jetzt. Mit dieser Arena aus Kunst und Wein hat sich Karl-Heinz Stock seinen Traum erfüllt und möchte ihn bewusst mit anderen teilen. Für ihn ist sein Weingarten ein Ort der Begegnung. Ja, also ich will mich eigentlich gar nicht so als Künstler bezeichnen. Ich bin mehr ein Entwickler. Ich entwickle einen Weinberg, ich entwickle einen Wein und ich habe auch ein bisschen Kunst entwickelt. Das sind meine Graces, die etwas vollschlanken Damen, aber trotzdem sehr leicht. Ja, das ist eigentlich der Kernpunkt meiner Arbeit. Und wie sind Sie dann zu dieser Leidenschaft Kunst überhaupt gekommen? Ich muss sagen, das war mehr ein Zufall. Ich bin ja Unterfranke, ich kam aus Aschaffenburg und bin in die große Welt gegangen nach Berlin. Habe erst mal ein bisschen Deutsch gelernt, weil das Unterfränkisch kam dort nicht so toll an. Und habe mein Studium durchgezogen, wurde Vorstandsassistent bei einer Bank. Wahnsinnig stressig und dann habe ich irgendeinen Ausgleich gesucht. Und das war die Kunst. Und das spürt man. Sein Ziel war es, die Passion für die Kunst zu teilen und sich mit gemeinsamen Vernissagen an ihr zu erfreuen. Das ist so die Idee, etwas Farbe in die traurige Welt zu bringen. Denn das war so um 2008, wo jeder mit so einer Mine rumgelaufen ist. Und ich dachte, ich zeige denen mal was Schönes. Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig und hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig spannender Prozess. Sie arbeiten mit der Natur. Sie wissen nie, was jetzt rauskommt. Man wird demütiger. Denn in der Geschäftswelt, da dreht es sich nur um einen selbst. Hier ist die Natur, die das bestimmt. Es klappt oder es klappt nicht. Und da muss man doch manchmal sich selbst sehr stark zurücknehmen. Und sagen, okay, das ist nun mal jetzt so passiert. Ich habe dieses Jahr eine fantastische Ernte gehabt. Oder es ist nicht so ganz toll gelaufen. Vielleicht qualitativ gut, aber dann doch nicht genug Trauben. Also man verändert sich definitiv als Mensch, wenn man in und mit der Natur arbeitet. Die Liebe für den Wein teilt er mit anderen. Und eröffnet die Möglichkeit, auf seinem Areal eigenen Wein selbst anzubauen. Das hier zum Beispiel, das sind Amerikaner, Marnix und Nicole. Er ist Pilot und sie ist Stewardess. Also die kommen auch relativ häufig hier vorbei. Und sind von der Idee begeistert, dass der eigene Wein hier an der Rebe hängt und im Keller bis zur Reife schlummert.
Unsere privaten Winemaker kommen aus der ganzen Welt. Deutsche sind, soweit ich mich erinnere, nur zwei dabei. Die Mehrzahl ist tatsächlich aus Amerika. Wir haben einen Kunden, der war noch nie hier, ein Amerikaner. Wir haben einen anderen, der kommt tatsächlich aus Amerika alle zwei Monate, um die Entwicklung seines Weines mitzuerleben und mitzuarbeiten. Ich habe 16 Jahre meines Lebens dafür investiert und mir zwischendrin überlegt, wie könnte ich denn das an andere weitergeben, stressfrei und ohne allzu viel Geld und absolut authentisch. Und dann ist diese Idee eben entstanden. Wir gehen zum Beispiel jetzt hier an das Fass ran und dann wird das hier geöffnet. Und die Maische sitzt unten, die wird dann rausgeholt und das machen die Leute wirklich alles selbst. Und das ist der Kern der Botschaft. Diese Begeisterung, die hätte ich nie erwartet. Also ich hätte nie erwartet, dass so viele Emotionen geweckt werden. Karl-Heinz Stock ist ein Beispiel, dass man mit Empathie und Herzblut sein Glück überall auf der Welt finden kann. Und für manche ist es der Fischmarkt in Lagoa. Für Fischliebhaber, und davon gibt es viele in Portugal, ein Paradies. Kein Wunder, der Atlantik liegt vor der Türe und liefert mehr als Hering und Kabeljau. Unzählige und dabei auch viele seltene Fischsorten und Meeresfrüchte werden aufs Eis gelegt. Das weiß auch Chefkoch Samuel Santos vom Vila Vita Park. Er geht regelmäßig auf Delikatessentour und trifft hierbei auf Fische aus der ganz großen Tiefe. Wie dieser hier. Hier der Dipsy. Das ist eine Art Schwertfisch. Von denen gibt es weiße und schwarze. Die sind gleich, kommen aus derselben Familie. Aber dieser lebt weitaus tiefer im Wasser. Und das sieht man an der Größe der Augen. Er ist viel geschmackvoller als der andere hier. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe beide schon mal probiert. Wir bereiten sie auf dem offenen Feuer zu, grillen sie und richten das Gericht dann mit Reis, Tomaten und Koriander an. So essen wir den da. Ja, und den anderen garen wir im Ofen, also nicht auf dem Grill. Sonst wird er zu trocken. Beide Fische sind sehr schnell zubereitet. Samuel Santos hat den Blick für die Spezialitäten und den Blick für absolute Exoten. Hinter jedem Fisch verbirgt sich eine Geschichte und die fängt bereits beim Fang an. Der kann schon mal zum Abenteuer werden, wenn sich die Beute ganz tief in der eigenen Muschel versteckt. Das Geheimnis, diese Muschel zu öffnen, liegt in einem Seil, das wir hier an der Muschel anlegen. Hier wird sie geöffnet. Dann lassen wir sie einige Tage liegen und das Tier sackt danach langsam nach unten ab. Und dann ziehen wir das Fleisch mit dem Seil nach oben. Und ich sage Ihnen, das ist hervorragend. Es ist in diesem Zustand noch sehr hart und es braucht rund 2 Stunden, um es schön langsam weich zu kochen. Danach mixen wir es. Das ist auch eine gute Basis für die Soße. Wir verwenden diese Muschel übrigens auch in der Cataplana mit verschiedenen Rezepturen. So, jetzt habe ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Und auf diesem Fischmarkt verbergen sich noch weitere Geheimnisse und furchterregende Geschöpfe. Nichts für schwache Nerven beim Anblick dieser Kreatur. Das hier ist eine Muräne, ähnlich wie eine Schlange. Halt, sie ist eine richtige Schlange. Und das Gefährliche an ihr sieht man hier. Aber der Markt lebt nicht nur von seiner Vielfalt und den Spezialitäten, er lebt vor allem von seinen Menschen, den Besuchern und insbesondere von den temperamentvollen Fischhändlern, die nicht zu überhören sind. Schaut euch die guten Makrelen an. Ganz frisch, perfekt für Eintöpfe mit Oregano. Für unsere Kunden haben wir immer frischen Fisch, wunderbar zum Anbraten.
Ganz üppige Fische für 3 Euro das Stück. Wir verkaufen Qualität, Frische, alles ganz wunderbar. Für einen Preis, den sich Arm und Reich leisten kann. Unser Chefkoch lässt sich vom Geschrei nicht ablenken. Er ist auf dem Weg zu einem ganz besonderen Fisch, den er für das Nationalgericht, die Kataplana, benötigt. Er ist höchst konzentriert und wird an einem Stand fündig. Unter vielen normalen Fischen taucht plötzlich der Seeteufel auf und macht mit diesem Maul seinem Namen alle Ehre. Seht ihr das Maul? Das ist der Fisch, den wir für unsere Kataplana benötigen. Er ist wirklich hervorragend und lässt sich auch gut verarbeiten. Einfach köstlich. Und er hat eine lange Linie hier. Reines Fleisch. Er hat viel mehr Fleisch als Knochen. So, den hier nehmen wir also. Und wir benötigen noch diese kleinen Garnelen. Man kann sehen, wie sie glänzen. Das ist einfach alles wunderschön. Und die Fischhändlerin weiß noch mehr. Nun also der Seeteufel, auch sehr gut für die Kataplana. Dann braucht man noch Muscheln und Garnelen. Und so wird alles sehr lecker. Wirklich sehr gut. Und jetzt geht's im wahrsten Sinne ans Eingemachte. Mit Kraft, aber auch viel Technik wird der Seeteufel ausgenommen. Keine Sorge, es schmeckt viel, viel besser, als es aussieht. Im Sinne der Wertschätzung wird fast der gesamte Fisch für das Gericht verwertet. Die Menschen hier leben für ihren Fisch und ihr Handwerk. Das spürt und hört man auch. Für einen echten Kataplana-Fischeintopf braucht man natürlich auch Gemüse. Und da wird unser Chefkoch eine Halle weiter fündig. Die Händler geben sich sichtlich Mühe, ihre Ware ins beste Licht zu rücken und locken auch Samuel Santos an. Er wird beim Gemüse schnell fündig. Und wir bekommen bei den Früchten echte Farbberatung von Letizia. Wir verkaufen hier in erster Linie Produkte von der Algarve, also aus der direkten Umgebung und immer saisonal. Alles, was unsere Natur hergibt, zum Beispiel die Kaki. Die ist absolut saisonal und wird auch nur zu diesem Zeitpunkt angeboten und ist eine sehr außergewöhnliche Frucht. Oder hier haben wir die Goiaba, eine sehr gesunde Frucht mit viel Vitaminen. Das Interessante unserer heimischen Früchte ist, dass sie sehr lange haltbar sind und über Monate gelagert werden können. Und man kann sie auch sehr vielseitig verarbeiten, zum Beispiel zu Marmelade oder Gelee. So wie diese Annona, auch eine typische Frucht für diese Saison. Und zum Schluss dürfen wir die Ergebnisse portugiesischer Sonne auch probieren. Der Einkauf wird zum Erlebnis und Gaumenschmaus. So schmeckt Portugal. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns wieder um die Kataplana kümmern. Das Besondere an diesem typisch portugiesischen Gericht ist, dass es hierzu auch eine passende Pfanne gibt, die nur hier an der Algarve noch handwerklich gefertigt wird. Im Ort Lagoa werden wir fündig. Dort gibt es noch einige wenige Handwerker, die diese feine und filigrane Schmiedekunst beherrschen. Am Ende von diesem Schritt erhalten wir ein Stück mit einer solchen Form. Damit gehen wir zur nächsten Phase über. Wie das Gericht, so heißt auch die Pfanne Kataplana. Ähnlich wie in Marokko die Tagine, nur dass die Kataplana aus Kupfer gefertigt wird und wesentlich aufwendiger in der Herstellung und Verarbeitung ist. Jedes Einzelteil wird von Hand gefertigt. Und bei der typischen Musterung auf dem Deckel bedarf es nicht nur Geschick, sondern vor allem viel Geduld. Nachdem wir dem Draht eine Form gegeben haben, damit er als Stütze dient, biegen wir den Rand so,
dass der Draht ihn umschließt. Das Handwerk wird inzwischen als Kulturerbe von Stadt und Region gefördert. Jetzt würden wir mit diesem Stück abschließen und am Ende hier noch einen Rand hinzufügen. Dann würden wir ein weiteres Teil anfertigen, das perfekt auf dieses passt. Nachdem wir die korrekte Form geschmiedet haben, sodass beide zueinander passen, würden wir noch alle Teile bearbeiten, sodass sie einen rosa Schimmer erhalten. Das werden wir aber nicht mit einer Kataplana zeigen, sondern mit einem anderen Stück. Das Muster findet man auch auf anderen Küchenutensilien wieder und ist ein Alleinstellungsmerkmal für Schmiedekunst von der Algarve. Das Material wird nur mit dem Hammer bearbeitet. Weiter geht es mit dem Polieren. Der Hammer macht das Grobe und diese Maschine sorgt für den gewünschten Glanz. Durch das Polieren erhält das Stück eine solche Oberfläche. Das ist ein ganz spezielles Produkt, das nur in Portugal hergestellt wird. Eine glänzende Arbeit, auf die er sichtlich stolz ist. Guten Appetit mit der Kataplana. Jetzt wird es Zeit, dass gekocht wird. Wir fahren mit Samuel Santos zurück nach Porsches in das Villa Vita Resort, eine der besten Adressen an der Algarve. Hallo. So, wir starten jetzt mit unserer Kataplana. Und dazu brauchen wir erstmal unsere typische Pfanne. Hierin gelingt das Gericht am besten. Und wichtig ist, dass wir sehr langsam und nicht zu heiß kochen. Dann entwickelt sich der Geschmack am besten. Und wenn das Wasser anfängt zu dampfen, beginnen wir damit, alle Zutaten langsam hineinzugeben. Dann rühren wir langsam, probieren Schritt für Schritt und kommen der Sache näher. Zunächst schneidet Samuel den Fisch sowie das Gemüse und die Würste zurecht. Ja, in den Fischeintopf gehört auch eine Art Cabanossi. Wie in vielen Ländern ist die Kataplana ein typisches Resteessen, in dem man alles, was in der Küche zur Verfügung steht, verarbeitet. Die einfachen Sachen sind auch in Portugal schlichtweg die besten. Und es gibt auch ein Ritual, sie zu essen. Die Kataplana steht in der Mitte des Tisches und die Familie isst gemeinsam aus der Pfanne. Das macht das Essen zum Ereignis, vor allem dann, wenn man um die besten Stücke im Essen kämpft. So lernt man auch das soziale Verhalten. Wenn du diesmal den Fisch bekommst, bekomme ich ihn das nächste Mal. Das ist sehr schön. Man rückt zusammen wie eine echte Familie. Wir genießen unsere Leidenschaft für das Essen und die Tatsache, dass wir Land und Meer in einem Gericht zusammen essen können. Die Kataplana nimmt langsam Gestalt und vor allem Farbe an. Schritt für Schritt kommt zuerst das Gemüse sowie Gewürze wie Chili in den dampfenden Kessel. Alles köchelt langsam auf niedriger Flamme rund 20 Minuten vor sich hin. Erst zum Schluss kommen der Seeteufel, die Garnelen sowie die herzhafte und würzige Wurst hinzu. Sie vor allem verleiht dem Gericht die pikante Note. Wichtig ist, dass man wirklich alle Reste im Kühlschrank verwertet, kocht und isst. So ist auch jede Kataplana im Geschmack immer etwas anders. Auch die Backen.
Ja, wir nehmen alles vom Fisch her, schlichtweg, weil es zu teuer wäre. Daher schneiden wir alles sehr klein und der gesamte Fisch kommt in den Topf. Sogar die Knochen kommen mit hinein. Sie geben dem Ganzen ein herzhaftes Aroma. Das ist einfach perfekt. So, und jetzt kommt das Feintuning an unserer Kataplana. Ausnahmsweise richtet Samuel das herzhafte Gericht auf einem Teller an. Ja, so schmeckt Portugal. Und so sieht es auch aus. Herrlich. Fehlt noch der passende Wein. Und den finden wir. Hier sind wir in unserem Weinkeller im Vila Vita Park Resort. Dieser Weinkeller wurde speziell als ein Raum konzipiert, in dem man eine gute Flasche genießt. Wir bewahren hier einige Schätze und auch einige gut behütete Geheimnisse. Etwa 11.000 Flaschen lagern in unserem Weinkeller, indem wir unseren Gästen durch die Atmosphäre und Umgebung ein einzigartiges Erlebnis bieten können. Auch die Ziegelsteine hier sind sehr alt. So ist es möglich, eine perfekte Temperatur von etwa 16 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 70% zu bewahren. Vor allem auf die heimischen Erzeugnisse ist man besonders stolz. Wir empfehlen den Wein Bagger Friends. Es ist ein Wein der Freundschaft, der Freunde. Ein Wein aus dem Gebiet Beirada, das im Zentrum und im Westen von Portugal liegt. Bagger ist ein sehr gastronomischer Wein, aber er besitzt auch die Eleganz und etwas Rustikales, um ein gutes Essen und gute Gesellschaft zu begleiten. 8 Erzeuger stellen diesen Wein her, der diese einzigartige Rebsorte in sich trägt. Eine Rebsorte, die ich sehr liebe. Ein fantastischer Wein. Über 5000 Flaschen aus aller Welt lagern im Keller. Aber nur eine wird wohl nie geöffnet werden. Und das hat auch seinen historischen Grund. Hier haben wir einen Wein aus Madeira. Damit befinden wir uns im Land der Likörweine in Portugal. Es handelt sich bei dieser Flasche um einen einzigartigen Schatz, um einen Wein aus dem Jahr 1850. Also einer, den man nicht alle Tage trinken würde. Ein Grünling, der eher trocken ist, von unserer Insel in Portugal. Das ist unsere letzte Flasche. Also, wer das weiß, der kann sie bei uns genießen. Ein Wein mit Geschichte. Und ob er nach 170 Jahren wirklich noch schmeckt? Die Antwort wird wohl immer unter Verschluss und hinter diesen dicken Mauern bleiben. Geschützt durch schwere Türen. Dafür erblickt ein anderer Wein das Licht der Welt, aber nicht profan mit einem Korkenzieher. Nein, dafür hat man in Portugal eine eigens gebaute Konstruktion, eine Art Guillotine. Für das Ende unserer Tour im Weinkeller habe ich für euch hier noch ein Ritual. Eine Technik, die von den Weingärtnern Portos erfunden wurde. Man bedient sich der Kraft der Physik, um das Glas vom Glas zu trennen. Eine Mischung aus Schauspiel, Zirkus und technischem Wunderwerk. Schauen, staunen und hoffentlich danach auch trinken. Geschafft. Der Wein ist aus seinen Zwängen und ergießt sich völlig entfesselt in den Dekanter. Jetzt muss er noch ein paar Schwünge und Runden aus dem Handgelenk überstehen, bis er endlich die Lippen benetzt und aus Begierde mit jedem Schluck Hingabe wird. Wohl dem, der sich den Fängen des Weines hier unten entziehen kann.
und benebelt, aber glückselig wieder das Tageslicht erwischt. Ja, so intensiv und aufwühlend kann eine kulinarische und kulturelle Reise entlang der Algarve in Portugal sein. Wer hätte das vor 45 Minuten je gedacht?